Wir kommen aber jetzt zur letzten Kategorie des heutigen Abends, die Politik, und die Laudatio hält Frank Rosengart vom Chaos Computer Club. Herzlich willkommen, Frank Rosengart. Der Big Brother Award in der Kategorie Politik geht an die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der 16 Bundesländer, der deutschen Bundesländer. Für die Einrichtung des gemeinsamen Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio und die damit verbundene massive Ansammlung von Personendaten der gesamten deutschen Bevölkerung. Die Gebühreneinzugszentrale GEZ hat 2003 von uns den Big Brother Award für ihr Lebenswerk erhalten. Ein Vorschlag aus der Laudatio von damals war, die Rundfunkgebühr von einer Geräteabgabe auf eine Haushaltsabgabe umzustellen. Im Zeitalter, wo sogar schon ein digitaler Fotorahmen als sogenanntes neuartiges Rundfunkempfangsgerät zählen kann, ist ein Ende der Geräteabgabe mehr als überfällig. Seit 1. Januar 2013 ist es soweit. Die alte GEZ ist passé, die Nachfolgerin heißt Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio. Mit dem neuen Namen wollte sich die Einrichtung auch einen neuen Anstrich verpassen. Vergiftet war der Name GEZ durch Gebührenbeauftragte, die in Stasi-Manier unangemeldete Hausbesuche durchgeführt haben, bis hin zu durchwühlten Mülltonnen auf der Suche nach Fernsehzeitungen. Die GEZ war eine riesige Datenkrake, die sogar Adressdaten aus Gewinnspielen aufgekauft haben soll, um Gebührenpflichtige zu identifizieren. Ein bundesweites Schattenmelderegister entstand, wir hatten den Begriff auch schon mal hier, ein Schattenmelderegister entstand, praktisch jeder Einwohner war bei der GEZ registriert. Ab 2013 sollte alles anders werden. Mit der Haushaltsabgabe, so war die Hoffnung, ist das alles nicht mehr notwendig. Keine Datensammlung, keine Hausbesuche mehr. Die Realität sieht jedoch anders aus. Weiterhin stehen nicht die Haushalte, sondern die Gebührenpflichtigen im Fokus der Erhebung. So ist im Rundfunkbeitragsstaatsvertrag festgeschrieben, dass wie bisher jeder Mensch, der umzieht in Deutschland, von den Meldebehörden an den Beitragsservice übermittelt werden muss. Dabei werden nicht nur erforderliche Daten übermittelt, sondern fast alles, was in den Melderegistern vorhanden ist, inklusive vorheriger Wohnadresse, Hinweisen auf soziale Lebensumstände und so weiter. Ab 2015 darf der Beitragsservice auch wieder auf Datenbestände aus privaten Quellen zugreifen, seien es Adresshändler, Versicherungen, Inkassounternehmen, Gewinnspielanbieter oder die Nachsendeaufträge der Deutschen Post AG. Zusätzlich ist ein einmaliger Schnappschuss sämtlicher Einwohner der Bundesrepublik Deutschland vorgesehen. Für diesen sind am 3. März diesen Jahres, also 2013, alle Meldedaten eingefroren worden, welche im Laufe der nächsten 2 Jahre häppchenweise an den Beitragsservice übermittelt werden. Das sind einfach so große Datenmengen, das kann er nicht alles auf einmal verarbeiten, deswegen wird das so blöckeweise gemacht. Zwar sollen die Daten nach erfolgreicher Feststellung der Gebührenpflicht gelöscht werden, jedoch gibt der Staatsvertrag dem Beitragsservice bis Ende 2015 Zeit für die Löschung. Außerdem durfte der Beitragsservice den gesamten Datenbestand der GEZ übernehmen. Unter dem Strich hat der Beitragsservice jetzt also 3-mal so viele Datensätze wie vorher. Den Altbestand der GEZ, den neuen Schnappschuss von 3.3.2013 und das regelmäßige Updates der Umzugsbewegungen. Und weitere Daten kann er sich auf dem freien Markt dann besorgen. Einfach für alle, lautet der Slogan für den neuen Rundfunkbeitrag. Eine Wohnung, ein Beitrag. Aber so einfach ist das gar nicht. Wenn zum Beispiel mehrere Leute in einer Wohnung wohnen, muss nur einer zahlen. Und die anderen? Die müssen dem Beitragsservice die entsprechende Kundennummer des Zahlenden nennen, um der Zahlungspflicht zu entgehen. Das bedeutet, der Beitragsservice registriert nicht nur jede Wohnung, sondern auch, wer mit wem in dieser Wohnung wohnt. Damit weiß der Beitragsservice genauso viel über uns wie die Einwohnermeldeämter, wenn nicht sogar noch mehr. Die Gebührenbeauftragten gibt es übrigens weiterhin. Sie heißen jetzt Personen, die die Einhaltung der Vorschriften des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages überprüfen. Und sie wurden nur umgeschult. Sie suchen jetzt nicht mehr heimlich betriebene Fernsehgeräte, sondern neue, nicht registrierte Wohnungstüren. Wer sich über die Arbeit des Beitragsservice erkundigen oder beschweren möchte, hat es übrigens nicht leicht, die Spur der Daten nachzuvollziehen. Sowohl die Landesrundfunkanstalten, so heißen die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten, die den Rundfunkbeitrag in ihrem Zuständigkeitsbereich einsammeln, als auch der Beitragsservice behaupten, für die Daten verantwortlich zu sein. Das ist ungewöhnlich, weil laut Staatsvertrag ausschließlich die Landesrundfunkanstalten für die Beitragserhebung und Kontrolle verantwortlich sind.
Die Autoren des Staatsvertrags haben sich einen raffinierten Kniff einfallen lassen, um den Beitragsservice vor sämtlichen Angriffen durch betroffene Bürger oder Datenschutzaufsichtsbehörden zu schützen. Sie deklarierten ihn als nicht rechtsfähige Gemeinschaftseinrichtung, also gar keine eigene Institution, sondern einfach ein Teil der Landesrundfunkanstalten. Das hat zur Folge, dass die Rundfunkanstalten den Beitragsservice nicht beauftragen müssen, die ihnen vorliegenden Daten zu verarbeiten, sondern er tut es einfach, denn er ist ja ein Teil von ihnen. Es klingt harmlos, ist es aber nicht. Denn durch diesen Trick haben wir es nicht mit einer sogenannten Auftragsdatenverarbeitung gemäß § 11 des Bundesdatenschutzgesetzes zu tun, sondern mit einer internen Datenverarbeitung. Das klingt nach juristischer Haarspalterei, ist aber wichtig, wenn es um Verantwortlichkeiten geht. Denn man kann es auch anders sehen. Eine nicht rechtsfähige Gemeinschaftseinrichtung existiert offiziell gar nicht und dürfte deswegen auch keine Daten verarbeiten. Ein klar geregeltes Auftragsverhältnis wäre aber notwendig, damit sichergestellt ist, dass der Beitragsservice kein Eigenleben entwickelt, sondern die Daten ausschließlich unter der Kontrolle der Landesrundfunkanstalten verarbeitet, so wie im Staatsvertrag vorgesehen. Und es wäre notwendig, damit die Bürger und die Aufsichtsbehörden einen klaren Ansprechpartner haben. Im Moment behaupten aber der Beitragsservice und die Landesrundfunkanstalten, selbst für die Daten und deren Verarbeitung verantwortlich zu sein und stiften damit vollständige Verwirrung. Das Verwaltungsgericht Berlin klärt derzeit, ob eine solche Konstellation rechtlich zulässig ist. Die Jury des Big Brother Awards steht ausdrücklich hinter dem Gedanken, dass eine demokratische Gesellschaft einen unabhängigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk braucht, der von allen Bürgern gemeinsam finanziert wird, egal ob sie diese Sender einschalten oder nicht. Leider hat die Politik die Chance verpasst, mit der Haushaltsabgabe eine neue, wirklich datensparsame Methode der Erhebung der Rundfunkbeiträge einzuführen. Herzlichen Glückwunsch zum Big Brother Award 2013, liebe Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Bundesländer. Danke, Frank Rosengart. Ich habe keinen der hier Abgebildeten hier heute Abend gesehen. Trotzdem natürlich die obligatorische Frage, möchte jemand den Preis entgegennehmen? Gut, dann bleibt noch der Hinweis auf den Publikumspreis. Sie haben jetzt ja alle Big Brother Awards Preisträger Begründungen gehört. Wer ist denn jetzt Ihr persönlicher Favorit? Füllen Sie es aus. Das haben Sie in Ihrem Umschlag drin. Es lag, glaube ich, auf dem Umschlag oben drauf. Da können Sie das ausfüllen und dann vorne am Ausgang abgeben. Und es wird auch noch ein neues Wort gesucht, damit man nicht immer googeln sagen muss, wenn man im Internet nach was sucht. Wäre doch schön, wenn wir da ein frisches, schönes Wort demnächst präsentieren könnten. Und lassen Sie Ihre Fantasie freien Lauf. Da gibt es so eine Rubrik dann unter Ihrem persönlichen Favorit. Dann können Sie noch auch Bemerkungen machen zu der Veranstaltung und zum Big Brother Award allgemein. Und da können Sie dann, wenn Sie eine Idee haben, was wir anstatt googeln demnächst sagen könnten, können Sie das gerne eintragen. Jetzt möchte ich zum Schluss nochmal unser gewohntes Schlussbild herstellen und möchte damit alle Digital Courage Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen bitten, jetzt ganz flott auf die Bühne zu kommen, die jetzt nicht gerade wirklich irgendwo Hand anlegen müssen. Ich möchte auch bitten, die Mitglieder der Jury auch nochmal auf die Bühne zu kommen. Und Herr Biermann, Herr Hase, Sie bitte auch. Ja, klar. Ja. Frank, du musst auch noch mal. Und ein bisschen weiter nach vorne gehen, bitte schön. Ein bisschen weiter nach vorne gehen. Diese Bescheidenheit ziert euch alle. Aber ihr habt wirklich Großartiges geleistet in den letzten Wochen und Monaten. Und dafür bekommt ihr noch mal euren Applaus. Und nun
beginnt hier das große Stühlerücken, dass wir es uns noch einen kurzen Moment hier auch ganz nett gemütlich machen können. Und zum Ausgang spielt jetzt noch einmal, ich hoffe, er ist unter uns, Markus Kanzior dort hinten. Jetzt stellen wir dir aber nochmal. Und damit verabschiede ich mich und wünsche euch noch einen schönen Abend und gute Unterhaltung jetzt mit Markus Kanzior.